Willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Und wir sind wieder immer noch, oder beziehungsweise immer noch vor Kalasmos. Und ich bin so dumm. Ah, und denn das grandiose Schwert des Lichts. Ja, lest mal den Effekt. Ein leuchtendes Symbol der Hoffnung für Etria, dessen gesegnete Klinge böse Auren aufheben kann. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das, das vollkommene Schwert des Lichts. Halt, Transfer. Ja, das ist vollkommene Schwert des Lichts. Das könnte. Aber das ist natürlich dumm. Es ist irgendwo logisch, dass das grandiose Schwert irgendeinen Effekt hat, denn das ist nämlich das Schwert von Edwin, das damals auch schon Kalasmos besiegt hat. Und das vollkommene Schwert haben wir erst gemacht. Wobei hier steht auch böse Effekte aller Art, aber gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, aufgrund meiner Dummheit, und wir hätten beim letzten Mal vielleicht Kalasmos besiegen können, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. Wobei die ja in Insel der Prüfung haben vollkommenes Schwert. Ach, egal. Egal, 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 egal. Egal, egal. Egal. Nicht so schlimm. Wir gehen jetzt nochmal zu Kalasmos. Ich werde wieder die Sequenz überspringen. Haben wir beim letzten Mal ja schon gesehen, in der letzten Folge. Nachdem ich ja schon zweimal gegen ihn gestorben bin. Und jetzt versuchen wir es ein drittes Mal. Habe nicht gelevelt, habe nichts gemacht. Habe mir einfach nur den Effekt von dem anderen Schwert durchgelesen und dachte mir, fuck, bin ich hier dumm. Aber jetzt wissen wir es. So, ja, Spalter. Also eigentlich wie sonst auch agieren wir. Versuchen es zumindest. Ah, jetzt ist er schon dran. Alter. Ist nicht schlimm, Bodo kann heilen. Ist nicht schlimm. Weil ich mit Bodo was anderes machen wollte. Gegenstände. Grandioses Schwert des Lichts. Aha. Sieht schon mal anders aus. Oh, und es passiert sogar was. Okay, okay, nice. Aha, okay, okay, okay. Das ändert so ein bisschen was. Oh krass, unser Held ist sogar nochmal dran. Perfekt. Okay, das ändert ein bisschen was. Nur was es genau ändert, habe ich jetzt keine Ahnung. Der Typ sieht ein bisschen aus wie Cell. Also Cell von Dragon Ball Z. Mega Heilung. Hat die Musik sich jetzt gerade noch geändert? Keine Ahnung. Hendrik, hemmungsloser Hieb auf den Dude. Machen wir mehr Damage? Ich weiß es nicht. Ja, wir machen mal Schwächung auf ihn, sofern es funktioniert. Oh ne, es verfehlt. Unlucky. Ich glaube, es geht. Züchtiger Vipanzahn. Erstmal schön vergiften. Ich glaube, wir machen mehr Damage. Ich glaube, wir machen mehr Schaden. Wir sind häufiger dran. Oh, okay. Kann es sein, dass er so durch die Aura ein paar Attributs-Buffs hatte, die wir ihm jetzt weggenommen haben und er somit jetzt ungefähr auf unserem Level ist? Kann ich mir das so vorstellen? Oder ist das dumm? Gut, ultimative Klinge. Auch auf ihn. 713. Oh, nice. Jetzt geht schon ein Stück des Dings ab. Hat auch maximales Leben verloren dadurch? Wir sind immer noch dran. Schwächung auf Kalasmos. Ich will ihn halt unbedingt die Abwehr runterhauen. Ja, nice. Damit nehme ich Eric. Au. Oh, nein, nein, bitte nicht. Oh, Eric lebt noch und ist zum Glück nicht vergiftet. Ja, damit Eric nämlich Spalter machen kann und ihn dann schön mit Thanatos Terror ins Gesicht geben kann. Spalter. Ich heile, glaube ich, mit unserem Helden einmal eine Vollheilung.
wenn er dran wäre. Aber Bodo ist dran, dann mache ich mit Bodo jetzt eine Multiheilung. Oder ich mache direkt eine Vollheilung auf Eric. Ja, komm. Komm. Bisschen smarter. Okay, das hat sich gelohnt, dass ich es gemacht habe. Solange jetzt Bodo noch überlebt, wäre halt nice. Geil. Okay, eine Mega-Heilung. Aber wenn Eric jetzt gleich dran ist, ne? Aber wenn Eric jetzt gleich dran ist, dann wird es ein bisschen wehtun. Wir haben seine Abwehr nämlich um 2 runter. Eric wird sogar gekräftigt. Eieiei. Eieieiei. Das wird jetzt ein bisschen wehtun, oder? 7100. Das hat ein bisschen wehgetan. Die Maske ist komplett weg. Die Abwehrkraft ist wieder auf dem normalen Wert. Oh, die 2 sind gelähmt. No. Die macht positive Effekte weg, ist nicht schlimm. Was machen wir jetzt mit Bodo? Oh, Kalasmus ist fast down. Also ich könnte jetzt nochmal seine Abwehr runterknallen mit Eric Spalter und Volltreffer. Würde ihn das töten? Och no, Alter. Och Mann. Oh, nervt mich das. Shit. Hätte ich auch heilen können. Oh fuck. Gut, solange Eric noch lebt. Oh Mann, ey. So knapp, ey. Ich bin richtig aufgeregt gerade. Oh, danke. Dass Bodo nochmal dran ist. Ich muss auf jeden Fall heilen. Oh, nice. Jetzt können wir auch mit unserem Helden angreifen. Ultimative Klinge in sein Gesicht. What? Wir haben ihn besiegt. What? Okay, also man kann ganz klar sagen, dass der dunkle Schleier, den er hatte, ihn definitiv gebufft hat und das auf jeden Fall mit allen Status-Werten. Also Leben, MP, gut, habe ich keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch Flinkheit, also wie oft er eben dran ist, seine Abwehr definitiv. Sein Angriff, würde ich auch sagen, also er war dann doch gut schwächer. Also wenn man das weiß, ich meine, der Typ auf der Insel der Prüfung, er hat es gesagt, dann wird die ganze Zeit noch darauf hingewiesen im Kampf mit dem dunklen Schleier und da muss man sich halt, man muss sich das mit dem Schwert durchlesen. Das habe ich beim allerersten Mal falsch gemacht, weil ich dachte, das ist vollkommenes Schwert, weil es auf der Insel der Prüfung so hieß und da stand doch, dass es alle Art von bösen Effekten oder sowas runternimmt. Ich habe jetzt den Wortlaut leider nicht mehr. Und das grandiose Schwert macht natürlich eine Aura weg. Das habe ich nicht gelesen. Ah. Wir hätten ihn beim ersten Mal schon besiegen können. Okay, gut. Kalasmus ist besiegt. Mal schauen, was jetzt passiert. Oh!
see us? Why do you burn so bright? It's over. It's really over this time. The last great evil is gone. Our world is safe at last. What began with Erdwin and his companion so long ago finishes here today, with us. What are you looking so serious for? We should be celebrating! I get it. You're thinking of her, aren't you? You want to go and help her. Well, what are we waiting for? Have come again, wanderers, and you have succeeded in your quest. Shadows no longer hang heavy over the land, but if this is so, why have you returned? What brings you here now, when all is as it should be at last? Thou wouldst have me return there? Hmm.
Thank you, Luminary. I hope she finds him. She just disappeared. Why can't I shake the feeling this has all happened before? Der Finstere ist besiegt und die Abenteuerreise der Gefährten geht zu Ende. Arges und seine Gefährten kehren zurück in heimatliche Gefilde. Dann eines Tages. Okay. Wieso siehst du dich nicht ein wenig um? Okay. Das ist unsere Frau. Das Wetter heute. Okay. Ja, Kalasmus ist besiegt. Wir haben eine sehr, sehr, sehr schöne Aktion gesehen. Und zwar, dass wir Serenica wieder zurückverwandelt haben. Und sie mit der Hilfe des Schwert des Lichts zurückgehen konnte in ihre Zeit, beziehungsweise dahin zurück, wo sie zurückgehen wollte, und Edwin beschützen vom bösen Teil von Hagen. Hoffen wir mal, dass das alles soweit funktioniert. Wir können uns jetzt hier in der Stadt rumbewegen. Ich weiß leider nicht genau, wo wir hin müssen, um dem Ganzen jetzt nochmal ein Ende zu setzen. Ich weiß leider nicht ganz, was ich gerade tun muss. Muss ich vielleicht zum Steg? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Steht nur einer, der angelt. Und hier Grabsteine. Kann ich mit irgendeinem von dem agieren? Was mit dir? Ich muss doch bestimmt noch irgendetwas triggern, oder? Damit noch eine Cutscene kommt. Also wir sind auch alleine. Unsere Gefährten sind jetzt gerade nicht bei uns. Die sind anscheinend in ihre Heimaten zurückgekehrt. Was gibt's hier in dem Haus? Wo ist eigentlich unsere Mutter? Das ist auch so ein... Das ist etwas, was ich mich gerade frage. Ich muss auch irgendwas noch triggern. Ich gehe jetzt einfach mal in... jedes Haus. Okay, danke für die Info. Ist das unsere Mutter? Nee, ne? Bürgermeister, es gibt den Bürgermeister. Das höre ich jetzt hier zum ersten Mal. Ich dachte, ich bin der Boss hier. Oh wow, hier ist noch eine Truhe. 3000 Goldmünzen. Können wir auch noch mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Wo muss ich denn hin? Gut.
Den könnte ich speichern, will ich jetzt aber auch nicht. Sandras und Thorstens Haus. Ah, da ist unsere Mutter. Ja. Okay. Was ist mit dir? Bist du der Bürgermeister? Nee. Du bist anscheinend der Vater von Sandra. Okay. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Weil ich nicht weiß, was zu tun ist. Oder ist es eigentlich das Ende und es gibt keine Endcredits? Da die Credits, die gab es ja eigentlich schon mal, ne? Das war ja, nachdem wir Hakimor besiegt haben. Das wäre ja ein bisschen lame, finde ich. Also ich würde gerne nochmal so ein bisschen Sequenz sehen. Geht's in jedes Haus? Also wir haben ja fast jedes Haus gerade. Bleibt nur noch das eine Haus hier rechts. Und dann habe ich absolut keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, ich bin komplett verwirrt. Was soll ich denn machen? Ein Kiesling ist wieder Frieda eingekehrt. Wieso siehst du dich nicht ein wenig um? Also mit wenig ein wenig umsehen gemeint, ich soll jetzt auch in andere Städte? Nee. Okay, ich komme hier auch nicht weg. Das heißt, ich muss hier irgendwas machen. Ist ja doof. Grüß AGS von mir, hoffentlich geht es ihm gut. Ihm zu begegnen hat mein Leben wirklich verändert, weißt du? Wir haben zusammen die verrücktesten Sachen erlebt. Verrücktesten. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Wir sind zu einem Abenteuer aufgebrochen und haben am Ende die Welt gerettet. Wer hätte das gedacht? Vermutlich war es wirklich unser Schicksal. Jedenfalls war es aufregend. Ich werde mich immer gern daran erinnern. Aber erzähl das bloß nicht, AGS, hörst du? Sonst glaubt er noch, dass ich altersmilde geworden bin. Also dann, bis irgendwann, dein alter Kumpel Eric. Okay, danke für die Info. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich machen soll. Game. Null Ahnung, ne? Und das Spiel ist einfach wirklich... Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Stadt nicht verlassen kann. Auch wenn der Endboss besiegt ist. Das macht ja keinen Sinn. Kann ich hier an dir vorbei? Nee. Drüben beim Dorfeingang ein paar Besucher sind, die dich sehen wollen. Lass sie bloß nicht zu lange warten. Ach, no, oder? Zum Dorfeingang. Da, wo ich eigentlich als erstes hingegangen bin, aber dann doch umgedreht bin. Das sind ein paar Besucher. Das könnten unsere alten Freunde sein, oder? Das wäre das Einzige, was Sinn machen würde, weil wenn jetzt irgendwie random Leute herkommen würden, würde mich jetzt null interessieren eigentlich. Aber gut, wollen wir uns das mal anschauen? Dorfeingang. Ach. Veronica und Serena, hallo. Well, look who it is.
It's so nice to see you again. It feels like an age now since we defeated the Dark One, doesn't it? Now, let's get down to business, shall we? We've been worried that your life might be lacking purpose now things have quietened down. Do you remember the vision we saw some time ago? The one where Serenica and the Watchers sent Kalasmos up to his prison in the sky? Well, afterwards, Serenica took the Sword of Light back to its rightful resting place in the heart of Yggdrasil, didn't she? So, we were thinking, what with the sword being such a symbol of Erdria's newfound peace and everything, we should do as Serenica did. We should return it to the World Tree for safekeeping. We know how attached to it you are, but we couldn't help thinking it would be safer with Yggdrasil. And besides, we wouldn't want you losing it, would we? So what do you say? Shall we take the Sword of Light back to where it belongs? That's the spirit! Right, we're ready when you are, so just let us know when you want to set off. I'm sure we won't be gone for too long, but it's quite a way to Yggdrasil and back. Why don't you go and say your goodbyes, and we'll wait here for you. Okay, muss ich den Leuten Tschüss sagen, weil mir ist es eigentlich relativ egal. Ja. Sehr nice. AGS macht sich mit Veronica und Serena auf den Weg zu Yggdrasil. Ja, gut. Also ich bringe jetzt das Schwert des Lichts zurück. Was natürlich auch Sinn macht, ja, es gehört zu Yggdrasil irgendwie. Da hatten wir es auch ursprünglich mal her. So, der Weltenbaum. Ich glaube, das können wir alles noch hier in die Folge packen. Hallo, kleiner Geist. Also wäre schon lustig, wenn wir jetzt irgendwie von irgendjemandem überrascht werden dort. Der uns irgendwie backstabbt und das Schwert des Lichts klaut und so und wir würden sterben. Wäre irgendwie ganz lustig, wäre nochmal ein netter Plot, aber ich glaube die Story. Also irgendwo so, es gibt, also das merkt ihr wahrscheinlich selbst bei Spielen, so, es gibt auch irgendwo so einen Punkt, wo man sagt, jetzt, ne, jetzt ist aber auch mal... Ist aber auch mal gut, so, das Spiel kann jetzt auch langsam mal so sein Ende nehmen. Und ich glaube, so einen Punkt haben wir eigentlich schon erreicht, an dem ich jetzt sagen würde, gut, jetzt kommt nochmal eine geile Szene. Ja, und dann kommen die Credits, dann klingt das Game schön aus und dann sollte es aber auch beendet sein. Das ist so meine Meinung.